Thomas hier, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir fräsen heute nochmal Aluminium. In einem der vorherigen Videos haben wir schon mal Aluminium gefräst. Da haben wir uns aus diesem Stück den Werkzeuglängensensor rausgefräst. Wir haben damals erst ein bisschen die Oberfläche geplant und geguckt und letzten Endes dieses Stück hier rausgefräst. Es hat damals auch geklappt, aber so richtig zufrieden war ich nicht. Abgesehen davon ist mir damals die Spindel verreckt. Deswegen habe ich jetzt die neue Spindel dran, die mit 1,5 kW. Da verlinke ich nochmal ein Video oben. Und mit der Spindel möchte ich einfach versuchen, nochmal Aluminium zu fräsen. Deswegen habe ich mir ein neues Stück Aluminium besorgt. Da werden wir erstmal die Oberfläche planen, gucken, wie sich das Ganze verhält. Danach mache ich eine Kreistasche rein und auch eine etwas komplexere Rechtecktasche. Einfach mal gucken, wie funktioniert das. Es sagt einem ja niemand genau, wie es funktioniert. Und selbst wenn man Parameter vorgesagt kriegt, funktionieren die auf jeder Fräse anders. Ich muss das bei mir einfach rausfinden. Ich traue der Fräse aber Aluminium zu und ich möchte es einfach ausprobieren. Und das machen wir heute. Wir fangen mit einer Planaufgabe an. Ich werde den vorderen Teil dieser Aluminiumplatte einfach mal abplanen. Ich werde 0,5 mm abnehmen. Mit ca. 16.000 Umdrehungen fangen wir an. Ich benutze einen sogenannten Aluminium-Einschneider. Das Ding ist höllescharf und ich habe es versucht, so gut wie möglich sauber zu machen vor unserem letzten Dilemma. Jetzt würde ich sagen, stellen wir erstmal den Nullpunkt ein. Die ersten 4 bis 5 cm sind weggeplant. Ich habe quasi ab der Mitte, ab hier, habt ihr gesehen, habe ich mal einen Sprühstoß Öl drauf gemacht. Danach war das Oberflächenfinishing ganz anderes. Ich fühle keine Riefen, also im Prinzip bin ich damit zufrieden. Die Fräse hat sich in meinen Augen überhaupt nicht gequält, die ist einfach durchmarschiert. Ich habe zwischendurch mal mit den Drehzahlen gespielt. Ich habe das Gefühl, je höher ich die Drehzahl gestellt habe, desto schöner ist das Oberflächenfinish hier am Ende geworden. Nichtsdestotrotz habe ich noch einen anderen Fräser, einen 5 mm Vierschneider, auch für Alu geeignet. Den würde ich ganz gern mit gleichen Parametern einfach nur mal drüber fahren lassen. Einfach um zu gucken, ja, einfach um zwei Fräser mal zu sehen. Vielleicht verklebt und verschmiert der auch sofort und dann hat sie das eh erledigt. Gefühlt hat sich dieser Fräser viel weniger Arbeit gemacht als der kleine und ich muss auch sagen, die Oberfläche fühlt sich um einiges besser an. Was mir jetzt allerdings auffällt, ich habe nach jeder zweiten Rille einen kleinen Steg, also nur einen fühlbaren Steg. Das ist wirklich ein minimales, fühlt sich an wie ein Grat.
Ich vermute, das kommt daher, dass ich zickzack, also hin und her fahre, um zu planen. Ich werde das Programm jetzt mal so programmieren, dass er immer nur von rechts nach links fährt, also im Gleichlauf fräsen. Und dann schauen wir uns das Ergebnis nochmal an. Diese Rillen und Riefen, die ihr seht, ist übrigens, die kommen daher, das sieht man ganz klar, wenn er durch seine eigenen Späne durchfährt. Das ist natürlich Mist, die müssten in Wirklichkeit mit Luftdruck oder mit einer Kühlung sofort wegtransportiert werden. Dann hätte man da keine Probleme. Aber so weit, so gut. Ich finde den Fräser besser als den kleinen. Ich schreibe erstmal das Programm jetzt um. Zwei Dinge habe ich jetzt verändert. Wir fräsen jetzt von rechts nach links immer wieder. Also er fährt durch, fährt hoch, fährt hinten wieder runter, fährt nochmal neu. Es nennt sich Gleichlauffräsen, weil der Fräser mit der Fahrrichtung gleich läuft. Sollte ich hier Quatsch erzählen, schreibt es mir in die Kommentare rein, aber das ist meiner Meinung nach das Gleichlaufprinzip. Die zweite Sache, ich habe von 500 mm auf 800 mm Vorschub gesteigert. Ich habe das Gefühl, der Fräser ist unterfordert. Und die dritte Sache, ich lasse das Öl jetzt weg. Ich werde mit dem Staubsauger dran gehen, die Späne versuchen sofort wegzusaugen. Und ich denke mal, weil sich das so fürchterlich anhört, mache ich euch einfach ein bisschen klassische Musik an. Ja, da kann ich nichts Negatives zu sagen. Das ist komplett glatt. Ich merke überhaupt nichts. Das Bild ist super. Also mit dem Ergebnis bin ich mehr als zufrieden. Das Witzige ist, dass ich diesen Fräser gar nicht für Aluminium gekauft habe. Ich habe den ursprünglich für harten Kunststoff gekauft. Er funktioniert aber einwandfrei bei Aluminium. Er wird auch nicht wirklich heiß. Und ohne Kühlung, wenn ich dafür sorge, dass die Späne direkt abgesaugt werden, habe ich ein echt tolles Oberflächenfinish. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal zwei, drei nahe Aufnahmen. Ich habe auch wirklich keine Riefen drin oder ein Sägezahnprofil. Das Oberflächenfinish ist glänzt, sieht schön aus, strukturiert, ohne Wellen oder Schwingungen. Und ich würde sagen, als nächstes machen wir die Taschen. Die Taschen werde ich aber mit dem Einschneider, mit dem originalen Fräser, also mit dem ersten Fräser reinschneiden, weil ich das Programm damit geschrieben habe. Der Nullpunkt ist gesetzt, ich muss nur noch auf Start drücken. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diesmal was kaputt geht, weil ich habe keine tiefen Schritte einprogrammiert. Das heißt, der Fräser fährt voll ins Material rein und schrubbt dann die Kreistasche raus. Wir werden ja sehen, was passiert jetzt. Richtig zufrieden mit dem Ergebnis. Die Oberfläche vom Plan ist richtig glatt geworden, also da fühle ich überhaupt nichts. Das runde Loch, die Kreistasche, die habt ihr gesehen, ohne Probleme ist er da durchgelaufen. Und wenn ich mir die Maße angucke, dann sind das wirklich ganz genau, ja, 9,98 mm. Es war ein 10 mm Loch oder Kreistasche.
Die Rechtecktasche, da ist der Fräser auch durchgelaufen. Ich habe fast das Gefühl gehabt, der hat sich gelangweilt. Man kann wahrscheinlich noch viel mehr Zustellung nehmen und noch ein bisschen schneller fahren. Ich muss auch zugeben, dass ich, glaube ich, nicht den teuersten Fräser gekauft habe. Am Anfang kauft man immer so ein bisschen Billigzeugs, um mal zu gucken, wo es lang geht. Aber ich denke mal, ich muss mich da jetzt langsam an die Markenfräser rantrauen, also an Fräser, die ein bisschen teurer sind auch. Denn ich denke mal, mit einem schärferen oder besseren Fräser würde man noch ein schöneres Ergebnis hinkriegen. Nichtsdestotrotz, ich hatte keine Ratterbewegung, ich hatte kein Spiel, ich hatte keinen Schrittmotoraussetzer. Die Fräse, die ist einfach durchgelaufen. Ich meine, Leute, überlegt mal, die Fräse ist selbst gebaut aus Holz. Habt ihr die noch nicht selbst gebaut, baut sie euch selbst. Ich kann es echt nur empfehlen. Die hat echt einen Apfel und Ei gekostet. Und wenn mir jetzt das Material Aluminium in meiner Werkstatt auch noch offen steht damit, dann freue ich mich noch mehr darüber. Weil das Ergebnis ist wirklich vorzeigbar. Und damit kann ich auch viele Projekte starten, die ich mir eventuell mit der alten Spindel nicht hätte zugetraut. Ich kann es euch nur empfehlen, baut euch die Fräse. Ich verlinke euch oben nochmal die Playlist für die Fräse, die ist komplett selber gebaut. Alle Teile für die Fräse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich denke mal, ich gehe jetzt an den Rechner und gucke, was ich aus Aluminium in der nächsten Zeit fräsen kann. Und wenn ich nur Ruderhörner für meine Modellflugzeuge daraus fräse, die sind dann halt selbst gemacht und aus Aluminium. Ich freue mich riesig über das Ergebnis. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt auch wieder dabei, vielleicht mit Aluminium. Ich habe aber auch noch ein anderes Projekt da liegen, so eine Schublade, weil da unten meine Fräser und meine ganzen Spannzangen für die Fräse, die liegen alle unten auf einem Haufen. Da werde ich mir jetzt mal eine Lösung überlegen. Wir haben ja alle genug Zeit zurzeit. Ansonsten bleibt gesund. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, bis bald.